Arbeitgeberin für Feuerwehrfachleute aus vielen Teilen der Welt. Die Männer in dieser Maschine gehören zur Feuerwehr, genauer gesagt zum niedersächsischen Feuerwehrflugdienst. Eine Routineübung, Fallschirmabsprung. Die Männer der Feuerwehr können auch das. Der klassische Feind, das Feuer, ist nicht mehr Hauptfeind. Die Einsätze sind vielseitiger, meist sind sie technischer Art. Der Feuerwehrflugdienst hat viele Aufgaben. Lenkung von Feuerwehreinsätzen, Brandbeobachtung und vieles andere. Eines aber haben seine Spezialisten noch gemeinsam. Sie dienen einer Einrichtung, die über alle Grenzen und Ideologien hinweg das Ziel hat, zu helfen. Bei uns gehören 900.000 Menschen dazu und die meisten sind freiwillige Helfer. Anflug auf Hongkong. Über 4 Millionen Menschen leben hier auf 1032 Quadratkilometern. Man sichert sich den Beistand der Götter in der Feuerwache Tsim Sha Tsui. Aber im Übrigen verlässt man sich, wie die Kollegen in Deutschland und anderswo, auf die Qualität von Ausbildung und Gerät. Und man tut was für die Kondition. Hier ist die Einsatzzentrale für die 39 Feuerwachen in Hongkong, Kowloon und den sogenannten New Territories, die um die Jahrhundertwende die damalige Kronkolonie erweiterten. Die Konditionspflege in der Feuerwache Tsim Sha Tsui wird wieder einmal, wenn auch von einem sanften Gong, unterbrochen. Solche Bilder kennt man aus allen Feuerwachen der Welt, aber jede hat ihre Besonderheiten. In diesem Löschzug fährt die größte Drehleiter der Welt. Man kann sie bis zu 50 Meter ausfahren. Der klassische Feind, das Feuer, ist nicht mehr der Hauptfeind, so wurde gesagt. Das ist richtig, doch es gibt viele Ausnahmen von der Regel. Hongkong ist eine solche Ausnahme. Es brennt oft in den Elendsvierteln. Die Feuersaison ist nach den Erfahrungen der Feuerwehr die Zeit zwischen Oktober und Januar. Das hat mit der geringen Luftfeuchtigkeit zu tun, mit dem Regenmangel und mit den Kochgewohnheiten der chinesischen Bevölkerung, offenen Garküchen nämlich. Es gibt viele Hunderte von Zuschauern und die meisten davon rekrutieren sich aus obdachlos gewordenen, die wie von einer Tribüne dem eigenen Elend zusehen. In einigen Wochen werden hier wieder provisorische Behausungen stehen, potenzielle Brandherde für die Männer der Feuerwache Tsim Sha Tsui. Die Bewohner des brennenden Slums retten neben ihren Habseligkeiten auch gleich Baumaterialien. Deutlich sichtbar sind Müdigkeit und Fatalismus, weniger Verzweiflung oder Trauer. Der klassische Feind wird bei diesen Bränden mit dem klassischen Löschmittel bekämpft, mit Wasser. Wasser entzieht dem Feuer unter Bildung von Dampf die zerstörerische Energie. Und das demonstrieren auch diese Bilder vom Brand der Queen Elizabeth im Hafen von Hongkong. Tagelang wurde Wasser in den brennenden Ozeanriesen gepumpt. Tagelang standen Dampf- und Rauchwolken über dem Hafen. Für die Männer der Berufsfeuerwehr in Hongkong war es ein spektakulärer Einsatz. Mehrere Löschboote sind ständig im Hafen stationiert. Das größte ist die Alexander Grantham. Wie alle Löschboote moderner Feuerwehren, mit Wasserwerfern und Schaumrohren ausgerüstet. Sie müssen auf alles vorbereitet sein. Auf gasbildende Kunststoffe, Transportgüter der verschiedensten Art. Sie müssen mit den verschiedensten Löschmitteln ebenso arbeiten können, wie mit dem klassischen, dem Wasser, an dem hier kein Mangel ist.
Die Bilder gleichen sich. Wo immer es Häfen und Schiffe gibt, hat die Feuerwehr die gleichen Probleme. Das gilt für Hongkong und das gilt für Duisburg. Im Duisburger Hafen allerdings wird diesmal der Ernstfall nur geprobt. Man geht davon aus, dass beim Entladen eines Tankschiffes eine explosive Flüssigkeit ins Hafenwasser geriet. Die Duisburger Berufsfeuerwehr bringt einen Schaumteppich auf die Gefahrenstelle. Alle Funktionen des Bootes lassen sich von der sicheren Brücke aus fernsteuern. Mit solchen fernbedienten Werfern ist auch eine gezielte Beschäumung schwer zugänglicher Stellen möglich. Die Werfer können bis zu 90 Kubikmeter Schaum pro Minute abgeben. Wirksame Waffe einer Feuerwehr, die immer mehr zu einer Art Sicherungsgruppe gegen Zivilisationsgefahren wird, die sich immer wieder auf neue Technologien, neue Werkstoffe einzustellen hat. Das Absaugen beendet in Duisburg die Übung. Da entspricht so etwas schon eher dem Klischeebild der Feuerwehr. Klischees jedoch müssen nichts Negatives sein. Die hier musizieren und feiern, demonstrieren gleichzeitig etwas sehr Wichtiges, sehr Positives. Die gemeinschaftsbildende Kraft der Feuerwehren. Immerhin, über 900.000 Feuerwehrmänner sind bei uns bereit, im Notfall viel mehr als ihre Freizeit für ihre Mitmenschen und deren Eigentum einzusetzen. Das Qingdarassa ist für die Festlichkeiten reserviert. Landwirt Müller in Mellinghausen lebt im modernen Feuerwehralltag. Er ist gerade per Telefon von der Freiwilligen Feuerwehr Diepholz alarmiert worden. Landwirt Müller und sein Nachbar Gerstenkorn sind Hubschrauberpiloten des niedersächsischen Feuerwehrflugdienstes, den wir schon bei einer Übung beobachteten. Moor-, Wald- und Heidebrände verursachen immer wieder große materielle und ökologische Schäden. Sie vernichten nicht nur Werte, sie verändern das Gesicht ganzer Landschaften. Oft kann man mit Landfahrzeugen nur schwer oder gar nicht an die Brandherde heran. Und in solchen Fällen ist der Hubschrauber ein idealer Helfer. Die Löschfahrzeuge werden hier von Torfgräben und anderen Hindernissen gestoppt. Geräte für die Löschwasserversorgung müssen nun vom Hubschrauber transportiert werden. Der Helikopter hat nahe der Brandstelle einen Landeplatz gefunden. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr, die ihre Wagen zurückließen, haben selbst zu Fuß Schwierigkeiten voranzukommen. Ein zweiter Hubschrauber bringt Gerät. Es wird mit Hilfe einer automatischen Ausklinkvorrichtung abgesetzt. Dieser Feuerwehrhubschrauber kann eine halbe Tonne transportieren. Und wieder wird Gerät gebracht. Diesmal sind es die Saugschläuche. Hubschrauber können nicht nur Löschgerät transportieren, sie helfen auch bei ihrem Einsatz. So werden Schläuche aus der Luft verlegt. Oft ist es eine achtlos weggeworfene Zigarette, die ein Feuer verursacht, das tagelange Löscheinsätze notwendig macht und bei dem das Leben von Menschen gefährdet wird. Nicht zuletzt das Leben der Helfer. Gönnen wir ihnen ihre kleine Siegesfeier. Kommandant, darf ich mal eben einen Moment um Gehör bitten? Ich darf mich für den Einsatz heute recht herzlich bedanken. Es war heute mal wieder ein schwerer Einsatz und ich glaube, dass ich mit einem Glas Bier, indem ich Prost sage, mich für diesen Einsatz bedanken darf. Prost! Gelöscht wird jetzt der Durst. Auch das hilft Gemeinschaft bilden. Gemeinschaft und technische Attraktivität haben bewirkt, dass die Freiwilligen Feuerwehren keine Nachwuchssorgen haben. Hier wird jeder akzeptiert, der helfen will. Er darf auch lange Haare haben, mit denen er sich in der Hauptfeuerwache Singapur nicht sehen lassen dürfte.
Es gibt eben doch immer wieder Besonderheiten bei der Feuerwehr, die sonst bei aller stellenweise vorhandenen Exotik, wie gesagt, die gleichen Probleme hat. Eines ist die Verstädterung dieser Welt. Deshalb unter anderem halten sich die Männer der Feuerwache Singapur fit wie Kung-Fu-Kämpfer. Warum? Das werden wir noch im Einzelnen sehen. Das Training findet jeweils vor Sonnenaufgang statt. Wer das Treibhausklima der Stadt kennt, weiß den Grund. Um die Mittagszeit käme hier niemand auf die Idee, sich solcher Art zu strapazieren oder mit den Beinen zu strampeln. Hier die Erklärung für das Fitnesstraining. Singapurs enge Bebauung, seine Hochhäuser, machen häufig den Einsatz der Drehleitern erforderlich. Und dafür braucht man die Kondition, die so mühevoll vor Sonnenaufgang erworben wird. Schließlich ist eine solche Leiter 30 Meter hoch. Während seine Einsatzwagen ausrücken, schildert Feuerwehrchef Mr. Lim die speziellen Probleme seiner Stadt. Singapore is a very small modern city. Er meint, dass Singapur ein auf nur 600 Quadratkilometer zusammengedrängtes Areal mit immerhin 2,5 Millionen Einwohnern sei. Er habe aber nur 800 Berufsfeuerwehrleute in der Feuerwehrbrigade, die zurzeit 7 Feuerwachen besetzen. Aber Mr. Lim hofft, dass in den nächsten 10 Jahren 8 weitere gebaut werden. Hier gehen die Feuerbrigadisten Singapurs für eine bessere Ausbildung auf die Matte. Feuerwehrmänner werden am Rüstwagen mit den Geräten vertraut gemacht. Rüstwagen werden für technische Einsätze aller Art gebraucht. Sie sind Requisit der Feuerwehren in aller Welt. Die schnelle und sichere Beherrschung des Geräts ist die Voraussetzung für den wirksamen Einsatz. Hören wir deshalb aufmerksam zu. Kalau kita dah naik dua-dua, kita nak tutup sebelah kanan. Kita tutup kontrol kok sebelah kanan. Bei der Feuerwache Jorong in Singapur wird die Theorie in die Praxis umgesetzt. Ausrücken zu einem Verkehrsunfall. In aller Welt die ewig gleiche und böse Geschichte. Wir sind deshalb nach Frankfurt zurückgekehrt. Einer Stadt mit ganz speziellen Rüstwagen. Es sind Fahrzeuge, die sich auf der Straße und auf der Schiene bewegen können. Frankfurt hat, wie viele andere Städte, den Untergrundschienenverkehr. Und da bieten sich solche Spezialfahrzeuge mit ausfahrbaren Schienenrädern bei Hilfeleistungen aller Art an. Sie tragen die Bezeichnung RW Schiene und es gibt sie auch in Bonn. Zu den vielen Spezialisierungen bei der Feuerwehr, vom Strahlenschutz bis zum Tauchen, vom Hubschrauberpiloten bis zum Chemiker, gehört nun auch die Feuerwehr auf Schienen. Neben rollenden Demonstrationen solcher Spezialisierungen begegnet man immer wieder in unserem Alltag Einsatzzügen der Feuerwehr mit ihren vielen anderen Spezialfahrzeugen. Seien es Großtanklöschfahrzeuge, Sonderlöschmittelfahrzeuge, Atemschutzgerätewagen, Kran- oder Schlauchwagen. Die Ausrüstung ist komplex, wie die Technik unserer Zivilisation, die oft genug Alarm verursacht. Alarm für die Freiwillige Feuerwehr. Längst werden ihre aktiven Mitglieder, wo immer sie sich auch aufhalten, per Funk verständigt. Landstelle Nord, Alarm für Florian Fulda. Alarmbereitschaft herstellen. Brand in den Gummiwerken. Nach dem Gesetz über das Feuerlöschwesen ist es Aufgabe der Gemeinden, für das gesamte Gemeindegebiet einen ausreichenden Feuerschutz sicherzustellen. Wörtlich: Der Feuerschutz wird durch Freiwillige und Berufsfeuerwehren besorgt. Zweck der Feuerwehr ist die geordnete Hilfeleistung bei Feuersgefahr und sonstigen Unglücksfällen, sowie bei öffentlichen, durch Naturereignisse verursachten Notständen. In allen Gemeinden ist auf die Bildung freiwilliger Feuerwehren hinzuwirken. Zentral geplant wird überall die Beschaffung des Geräts.
Bomberos, operadora jefe. Sí, señor. ¿Qué se quema? Die Organisation der deutschen Feuerwehren gilt als vorbildlich, auch hier in der Einsatzleitzentrale der Feuerwehr in Santiago de Chile. So bestätigt der deutschstämmige Feuerwehrkommandant Angerstein. Das gesamte chilenische Feuerwehrwesen ist freiwillig und geht auf das Jahr 1851 zurück, als in der Hafenstadt Valparaíso aus Anlass eines Brandes das erste Feuerwehrkorps von Chile gegründet wurde. Schon von Anfang an hatte es eine starke gesellschaftliche Bedeutung, sodass sich in manchen Feuerwehrkompanien, die Rechtsanwälte sammelten, in andere die Gewerbetreibende, Handwerker und so weiter. Die deutschen Einwanderer waren von Anfang an mit dabei, sowohl in Valparaíso, wo eine Feuerwehrkompanie unter der Leitung von deutschen Kaufleuten aus Bremen und Hamburg entstand, als auch in Südchile, wo sich in erster Linie Bauern und Handwerker zusammenfanden. Sie brachten die Idee des freiwilligen Feuerwehrwesens aus Deutschland mit, aus ihrer alten Heimat, und verpflanzten die nun hier nach Chile, wo man ja mehr als woanders auf eine nachbarschaftliche Hilfe angewiesen war. Hier wird um Hilfe gebeten. Hier in Havanna, der kubanischen Hauptstadt. Und es zeigt sich, dass in Südamerika solche Hilfe oft mit Komplikationen verbunden ist. Was hier brennt, ist ein Elektrogeschäft. Die Rauchentwicklung ist stark und die Feuerwehr ist längst am Brandort. Beratung auf offener Straße. Es gibt Probleme mit der Wasserversorgung. Die Tankwagen können nicht genug Löschwasser heranbringen. Der Hydrant ist nicht zu finden. Dieses Problem gibt es in aller Welt. Zuschauer, die mit ihrer Neugierde die Hilfeleistungen behindern. Es wird abgesperrt. Während das Feuer weiter frisst, gibt es ein großes Rätselraten. Irgendwo unter dem Asphalt muss ein Hydrant sein. Man hat ihn einfach zu asphaltiert. Zwei Länder der Erde, Chile und Peru, haben als einzige nur freiwillige Feuerwehren. Señor Waldo Olivos hat den klangvollen Titel Comandante General des Cuerpo des Bomberos Voluntarios del Perú. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es una entidad que nace. Er berichtet, dass die Freiwillige Feuerwehr Perus seit 120 Jahren besteht und durch die italienische, französische und englische Kolonie von Lima begründet wurde. Es gäbe 69 Feuerwehrkompanien mit insgesamt über 4200 Feuerwehrleuten, die bei zahlreichen Hilfeleistungen eingesetzt würden und der Zivilverteidigung des Landes unterstellt seien. Seine jungen Feuerwehrleute seien sehr interessiert und begeistert, wenn es auch an Ausbildungsmaterial mangle. Sufriría el Callao en los años de 1860. Im nördlicher liegenden Venezuela hat man, anders als in Peru oder Chile, eine Feuerwehr-Profi-Truppe. Die Flughafenfeuerwehr von Caracas demonstriert hier ihren Ausbildungsstand und ihr modernes Gerät. Die Brandschutztechnik muss mit der Luftfahrttechnik Schritt halten. Das bedeutet Nachrüstung, permanente Modernisierung auch beim Gerät. Immerhin, ein Jumbo führt weit über 100 Tonnen Treibstoff mit sich. Und so ist selbst ein Großtanklöschfahrzeug, das 18.000 Liter Wasser und 1.800 Liter Schaummittel mit sich führen kann, keinesfalls übertriebener Aufwand. Diese Übung führt zurück nach Europa, nach Frankfurt, wo die Werkfeuerwehr des Flughafens über allradgetriebene Löschgiganten verfügt, die pro Minute bis zu 40.000 Liter Löschschaum ausstoßen. Flughafenfeuerwehren werden von den Flughafengesellschaften unterhalten und sind Spezialeinrichtungen. Wie die Werkfeuerwehren der Industrie. Es sind Feuerwehren wie alle anderen auch. Zusätzlich aber sind sie spezialisiert auf die besonderen Bedingungen der jeweiligen Schutzobjekte und deren Gefahren. Die Feuerwehr eines Industriebetriebes im Ruhrgebiet hat hier einen Mann gerettet, der in der Giftzone eines Hochofens zusammengebrochen war.
Der Mann muss mit schwerem Atemschutzgerät aus 70 Meter Höhe gerettet werden. An einem abgasfreien Platz wird erste Hilfe geleistet. Das alles ist dutzende Male geübt worden. Der Mann kommt relativ schnell wieder zu sich und wird nun ins Krankenhaus gebracht. Die Werkfeuerwehren kennen sich bei solchen Arbeitsunfällen aus. Ob es sich nun um Elektrounfälle handelt, um Gefahren, die von Chemikalien ausgehen, oder um Verpuffungen und Explosionen. Feuer in einer Kosmetikfabrik. Es ist gut, wenn hier Spezialisten einzusetzen sind. Es kann hochgiftigen und hochexplosiven Dampf geben, der durch Wassernebel gebunden und abgesaugt werden muss. Es muss gut überlegt werden, ob in ein brennendes Laboratorium mit Vollstrahl hineingeschossen werden kann oder ob man mit Sprühstrahl oder Kohlensäurefeuerlöschern arbeitet. Eine falsche Löschtechnik kann den Schaden vergrößern und unter Umständen neue Gefahren schaffen. Hier allerdings ist nicht mehr viel zu retten. Es gibt Verpuffungen von Staub und Gasen. Die Feuerwehrleute müssen aufpassen. Sie sind in dieser Hölle aufs Höchste gefährdet. Aber das ist ihr Berufsrisiko, mit dem sie zu leben gewohnt sind. Der klassische Feind, das Feuer, ist heute gefährlicher als einst. An solche Öllagerbrände kommt man nur noch mit Hitzeschutzanzügen heran. Das klassische Löschmittel Wasser dient hier nur noch als Abkühlungsmittel für noch nicht von Flammen erfasste Tanks. Schaum- und Pulverlöschmittel werden herangebracht, um die meist vorhandenen tankeigenen Beschäumungsanlagen zu ergänzen. Neue Technologien erzwingen auch in der dritten Welt die Hinwendung zu modernen Löschtechniken, zur modernen Feuerwehr. Auf dem schwarzen Kontinent sind in den Städten vor allem Berufsfeuerwehren eingesetzt. Auf den Dörfern verlässt man sich ohnehin auf eigene und nachbarschaftliche Hilfe. In Nairobi, Kenia, erläutert Feuerwehrchef Muchiri seine Organisation und er bestätigt, dass auch in seinem Land nur Berufsfeuerwehren tätig sind. In Kenya we have no voluntary firemen, but we have the whole time fire brigades who are professional firemen. Mr. Muchiris Berufsfeuerwehrmänner haben auf dem Flughafen Nairobi schon manchen Einsatz leisten müssen. Damals beim Jumbo-Unglück und hier etwa bei der Landung einer Fokker Friendship, die Fahrwerkschaden hat. Die Feuerwehr ist in Bereitschaft und auch Ambulanzen sind aufgefahren. Die Maschine setzt auf und rutscht die Landebahn entlang. Es scheint alles gut gegangen zu sein. Mr. Muchiris Feuerwehrmänner haben einen Einsatz, der Gott sei Dank undramatisch bleibt. Einen Einsatz mit Übungscharakter, bei dem alle Helfer begeistert mitmachen. Die folgenden Dokumentaraufnahmen zeigen den folgenschweren Ernstfall. Hier in Anchorage etwa, wo eine Turboprop einen Großbrand verursachte. Oder in New York, wo eine DC-10 abstürzte und ausbrannte. Durch Zufall wurde der Absturz dieser F-15 gefilmt. Es begann mit Startschwierigkeiten. Der Feuerball am Ende der Szene lässt ahnen, was geschieht, wenn die Treibstoffmengen einer vollgetankten Maschine zünden. Das oft belächelte Bereitschaftsaufgebot der Flughafenwehren, es hat schon seinen Sinn. Doch zurück in die großen Städte mit ihren großen und manchmal auch kleinen Problemen. In Sao Paulo gehören Unfuganrufer zu den Plagen der Feuerwehr. Es sind Leute, die aus Langeweile die Feuerwehrzentrale mit Anrufen belästigen und damit das Alarmsystem behindern. Oh!
Aber jetzt hat es einen ernstzunehmenden Anruf gegeben. An der Hauptfeuerwache São Paulos rückt ein großer Löschzug aus. Eine Gelenkbühne, zwei gewaltige Drehleitern, ein Großtankwagen und andere Fahrzeuge. Auch in São Paulo gibt es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Und vor allem, es gibt Besonderheiten in der Feuerwehrstruktur, die militärisch organisiert ist, wie Colonel Pupo Milton de Almeida in strammer Haltung erläutert. Man muss, so Senor de Almeida, Brasilianer sein und sich für die Militärpolizei melden, wenn man später Feuerwehrmann werden will. Nach der Rekrutenzeit gibt es dann eine Spezialausbildung im Feuerwehrwesen. Erst dann stehen alle Wege offen. Die Feuerwehr in São Paulo hat heute einen großen Tag. Eine Delegation aus der Bundesrepublik Deutschland, aus dem Ruhrgebiet, macht einen Besuch. Und auch Feuerwehrleute aus Luxemburg sind dabei. Die Szene ist international und die brasilianischen Gastgeber wollen sich nun auch von der besten Seite zeigen. Mit Hilfe ihrer modernen 40 Meter Drehleitern präsentieren sie sich, während die Nationalhymnen erklingen, als Hochseilartisten. Eine Fähigkeit, die in der Praxis durchaus nützlich sein kann. Schauen wir dem Bomberos von São Paulo einmal zu, bei einem Spezialtraining, das sich vor allem bei Hochhauseinsätzen gut bewährt hat. Hier muss vermerkt werden, dass die deutschen Bomberos neidlos dabei sein konnten. Niemals würde man ihnen erlauben, während der Dienstzeit so halsbrecherisch die Kondition zu erproben. In Südamerika denkt man da eben anders. Konkurrenzneid gab es also nicht. Auch dies eine praxisnahe Übung. Ein Bombero seilt sich mit einem zu rettenden ab. Beifall bei den hitzegestressten Gästen. Fest zurück in den Alltag der brasilianischen Bomberos. Der Alltag, das ist die Millionenstadt São Paulo mit ihren Wolkenkratzern. Das sind alle jene Probleme, die mit der Verstädterung zu tun haben. Ein Beispiel dafür ist der Brand des Juelma-Hochhauses im Februar 1974. Es war eine entsetzliche Katastrophe. Sie forderte 300 Menschenleben und sie deckte gravierende Mängel auf. Von vorbeugender Schadensverhütung war nichts zu spüren. Es gab keine Sprinkleranlage, keine rauchsicheren Treppenhäuser. Bei den Rettungsversuchen der Feuerwehr spielten sich erschütternde Szenen ab. Viele Menschen sprangen in den Tod, während sich unten in den Straßen Schaulustige drängten.
Inzwischen wurde das Hochhaus wieder renoviert. Aber wohnen oder arbeiten will niemand darin. Denn nach wie vor wird der vorbeugende Brandschutz vernachlässigt, zum Kummer der Feuerwehr, die neidvoll auf die strengen prophylaktischen Maßnahmen europäischer Länder schaut. Bei Hochhausbränden, hier der Katastrophe von New Orleans, sind dem Leistungsvermögen der Feuerwehren in aller Welt Grenzen gesetzt. Sie können mit ihrem gebräuchlichen Steiggerät kaum über 30 Meter hinauskommen. Feuerwehrfachleute fordern Sicherheitstreppenhäuser. Sie plädieren, zum Entsetzen ästhetisierender Architekten, für Feuerleitern. Sie fordern Hubschrauberlandeplätze auf den Flachdächern. Szenen wie diese wären dann in diesem tragischen Ausmaß nicht möglich. Die Verstädterung und damit die Zusammenballung von Menschen wird anhalten, überall in der Welt. Und wie hier in Tokio ist immer wieder mit Schadenfeuern zu rechnen, die Hunderte von Menschenleben kosten. In New York gibt es heute schon einen Wolkenkratzerblock, in dem 80.000 Menschen arbeiten. Die Feuerwehr hat wenig Chancen, wenn solche Hochhäuser brennen. Im großen Buch der Feuerwehr heißt es, auch die schnellste, tüchtigste und vorbildlich ausgerüstete Feuerwehr ist hier machtlos. Denn sie ist in eine Sache hineinmanövriert worden, mit der sie nichts zu tun hat. Man hat sie nicht einmal gefragt. Zurück in den Alltag der überschaubaren Ereignisse, in den Alltag der hannoverschen Feuerwehr. Wie in vielen Städten übernimmt die Feuerwehr hier über 30% aller Notfall- und Krankentransporte. Die Hilfe für den Einzelnen macht einen großen Teil der Arbeit aus. Alarm RTW 7, Braunstraße, Königsworter Straße, Verkehrsunfall, Pol an der Einsatzstelle. Beispiele eines wenig spektakulären Dienstes. Alarm NRW 1, RTW 1, Kapitän von Müllerstraße 14, Stadtteil Mitte, Notfall in der Wohnung. Sind aber Aktionen getragen. So, ich brauche jetzt eine neue Spritze mit Kochsalz, eine 10er. Penalopent ist aufgezogen. Das ist gar nichts mehr. Jetzt ist wieder ein. Muss aber was sein, denn irgendwas ist ja noch Leben drin. Aufgelaufen. Wenigstens eine Herzaktion. Alarm RTW 1, kleines Fahrzeug, Hauptbahnhof, Gleis 9, im einfahrenden Intercity, Fischvergiftung. Was hier der Alltag der Feuerwehr ist, mag für den Einzelnen eine Katastrophe sein. Die wirklich großen Katastrophen fordern alle Sparten der vielseitigen Feuerwehr. Es zeigt sich auch bei diesem Eisenbahnunglück bei Hamburg, wo Verletzte schon in erster Hilfe versorgt wurden, während noch Spezialisten dabei waren, sie mit Schneidewerkzeugen auf den Waggons aus den Trümmern zu befreien. Bei solchen Anlässen vor allem zahlt sich die gute Ausbildung in Schulen, Kursen, Wettbewerben und Fortbildungslehrgängen aus. Denn die Feuerwehr kann beinahe alles. Sie kennt sich mit Baustoffen ebenso aus wie mit den neuralgischen Punkten eines Fachwerkhauses. Sie kann löschen, schweißen, tauchen, erste Hilfe leisten und vieles andere.
Strahlenschutzanzüge gehören ebenso selbstverständlich wie Tauchgeräte zur Ausrüstung. Bei solchen Katastrophen mit den unterschiedlichsten Anforderungen kann niemand besser helfen als eben die Feuerwehr. In der Bundesrepublik ist die Feuerwehr auch Helfer bei Verkehrsunfällen. Sie gehören zum Alltag, aus dessen Repertoire wir schon einiges kennenlernten. Diesmal ist ein Lastkraftwagen in ein Wohnwagengespann hineingefahren. Das sieht böse aus. Der Rüstwagen muss eingesetzt werden, um die Fahrzeuge auseinanderzubringen. Jetzt nehmen Sie sich mal bitte Ihrer Frau an, wenn Sie da zwischen den Firmen rumlaufen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei der Feuerwehr, dass die Rettung von Menschen stets Vorrang vor jeder anderen Hilfeleistung hat. Erst dann geht man daran, ausgelaufenen Treibstoff aufzunehmen, der gefährlich werden könnte. Das meiste Benzin ist nur mit Hilfe von Bindemitteln aufzunehmen. Manchmal werden diese chemischen Hilfsmittel in großer Menge gebraucht, wie hier bei der Bergung eines umgestürzten Tankwagens. Für den brennbaren und leider auch explosiven Inhalt werden Container bereitgestellt. Der Tankinhalt kann schließlich unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen umgefüllt werden. Die Feuerwehrmänner tragen schweres Atemschutzgerät, denn die Flüssigkeit kann giftige Gase bilden. Erst dann kann der Hänger wieder aufgerichtet werden. Der klassische Feind, das Feuer, behauptet sich trotz des Ansteigens technischer und individueller Hilfeleistung. Wir können hier nun die Verwendung der verschiedenen Sonderlöschmittel beobachten. Brennende Leichtmetallspäne werden mit trockenem Sand erstickt. Ganz andere Voraussetzungen gibt es hier. Das Rezept bei Autobränden, Wasser und Löschpulver. Was aber nimmt man, wenn eine E-Lok brennt? Die Feuerwehr bevorzugt Kohlensäure, die sie mit einem Sonderfahrzeug und in Flaschen herantransportiert. Und endlich kommt auch wieder einmal das klassische Löschmittel, nämlich Wasser, zu Ehren. Mit Wasser wird ein normaler Kellerbrand gelöscht. Von außen flutet man vorsichtshalber mit Mittelschaum. Erhardstraße 74, Löschzug, Zimmerbrand, Personen rufen um Hilfe. Es ist ein Brand in einem mehrgeschossigen städtischen Wohnhaus. Und das führt zurück zum Ursprung der Feuerwehren, die es ja schon im antiken Rom gab. Kaiser Augustus unterhielt eine Löschmannschaft von 600 Sklaven, die sogar Gerät hatten, wenn man Eimer, Äxte und Feuerpatschen so bezeichnen will. In der modernen Großstadt gibt es anspruchsvollere Requisiten. Zum Glück für die Betroffenen dieses Gebäudebrandes. Inzwischen ist hier eine zusätzliche Drehleiter eingetroffen. Man braucht sie, um Menschen zu retten, denen das verqualmte Treppenhaus den Fluchtweg sperrt. Vorsichtshalber ist ein Notarztwagen aufgefahren. Hier ist er also wieder, der klassische Feind, das Feuer, gegen den man sich schon zu Augustuszeiten verbündete, gegen den immer wieder Männer aufgeboten wurden, Feuerwehrmänner. Auch die zweite Drehleiter muss jetzt ausgefahren werden. Sie bedeutet Rettung für Menschen, die sich auf einem Balkon geflüchtet haben.
Das hier ist Wasserdampf, nicht mehr Qualm und Rauch. Ein Einsatz geht zu Ende. Es wurden Menschenleben gerettet, es wurden Sachwerte geschützt. Die Einsatzbücher der Feuerwehren zwischen Diepholz und Hongkong. Sie sind bunt und variationsreich wie das Leben. So entsteht ein Kaleidoskop der Feuerwehr, wie dieser Film, der Ausschnitte aus dem Feuerwehralltag zeigte. Wir wollen zum Schluss ein gigantisches Feuerwehrgerät präsentieren, das nicht nur sehr eindrucksvoll ist, sondern gleichzeitig auch die Grenzen der technischen Möglichkeiten des Machbaren aufzeigen. Diese Drehleiter lässt sich 50 Meter weit ausfahren. Ein statisches Wunder. Doch selbst 100 Meter wären noch zu wenig. Hochhäuser sind heute oft höher. Und so bleibt bei allem Feuerwehrfortschritt, Vorbeugen ist besser als Löschen.